Hey Leute und willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe mir eben, wie versprochen, die erste Folge mal kurz angesehen, um den Sound zu checken. Aber ich muss sagen, der Sound, der hört sich doch ganz gut an so. Ja, wir hatten ein Ziel und ich würde sagen, da machen wir genau an der Stelle weiter. Und zwar war das, wir wollten den Strahlenschutzanzug herstellen, falls jemand jetzt noch nicht dabei war oder nochmal auf den neuesten Stand kommen will. Dafür brauchten wir Fasergewebe, das hatten wir. Und noch einmal Blei. Und ich war auf der Suche nach Blei. Also, los geht's. Dazu werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal tiefer nach unten müssen. Wahrscheinlich werde ich das hier gar nicht finden. Gehe auch mal wieder auf ins Inventar. Achso, das war das, was ich runtergeworfen hatte. Genau, hier hatten wir noch ein bisschen. Da ist auch wieder Titan drin. Also hier werde ich auf jeden Fall nicht fündig. Wobei, so ein bisschen werde ich fündig. Genau. Ach, Rechtsklick. Ich drücke mal Linksklick. Damit haben wir... das ist sehr gut. Können wir den auch schon? Ja, den können wir. Die mobile Fahrzeugstation ist natürlich auch sehr wichtig, weil damit können wir... warte mal, ich mach das mal kurz als erstes. Das ist das, damit können wir die Suche nämlich ein bisschen beschleunigen, weil mit der Fahrzeugstation können wir uns, wie die wie das Objekt schon heißt, Fahrzeuge erstellen. Und ja, damit können wir dann quasi schneller reisen und auch länger atmen. Deswegen Titanbarren und Schmierstoff. Das ist hier das, genau, die Linkspflanzen. Wie viel brauchen wir denn? Ein Schmierstoff, das braucht ein Schlingpflanzenbüschel. So. Ein Schlingpflanzenbüschel und eine Batterie brauchen wir. Genau. Pflanzenbüschel und Batterie. War das jetzt eins? Mist. Die waren doch von hier so schräg. Genau, da vorne sind sie schon. Da werden wir garantiert direkt mal fündig. Genau, da hängen sie schon. Und davon brauchen wir einen. Na komm, was soll's. Und den Titanbarren, aber das, wir haben ja schon so viel Titan gehabt. Da können wir einen problemlos herstellen. Das heißt, wir haben die Station jetzt schon direkt fertig. Ich hatte das ja hier gelagert. So, Kupfererz habe ich 2, genau. Warte mal. Nehme einfach mal alles mit. So. Ein bisschen fauler Modus hier. Nächstes Mal, wenn ich runtergehe, muss ich mal gucken, was das heißt. So, genau. Erstmal Titanbarren, Schmierstoff, Energiezelle. Titanbarren, Schmierstoff, Energiezelle. Und Energiezelle. Das müsste hier drunter sein. Genau. Warte mal, Batterie. 2 Batterie, einmal Silikon. Das heißt, wir müssen nochmal raus. So. Ach, das ist ein kleiner Grafikfehler, okay. Silikongummi. Wird doch schon wieder dunkel. Welcome aboard, Captain. Das hatten wir aber doch hier, genau. Ach, man, Rechtsklick, nicht Doppelpunkt. Doppelklick. Bei welchem Spiel war das denn nochmal, dass man das mit Doppelklick nehmen konnte? Ich glaube, 7 Days to Die. So, dann haben wir die Batterie. Dann können wir jetzt die Energiezelle herstellen. Genau, und jetzt können wir die mobile Fahrzeugstation bauen. Dazu, genau, braucht es die 3 Sachen. Das dauert jetzt ein klein bisschen länger.
Und dann können wir uns diesen Sea-Glider, wovon wir die Bauteile gefunden haben, die können wir uns dann, den können wir uns dann herstellen. Oh, da schwimmt einer unserer Freunde. Genau. So, die werde ich natürlich auch wieder einsammeln gleich. So, benutzen. Ah, das ist was Neues. Was? Hä? Ja. Hä? Okay. Ich dachte eigentlich, dass wir... Hä, wir hatten die doch fertig eben. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Dann muss ich einfach nochmal kurz gucken. Boah, geht das tief runter da. Da ist unser, in Anführungszeichen, Freund drin. Da gehe ich jetzt erstmal nicht rein. Hier haben wir die Strahlung. Na komm. Na egal. Und da ist wieder der Fisch, der mit uns spielen will. Achso, ich dachte, das wäre was zum Scannen. Aber hier, das sieht doch ganz gut aus. Aber ich glaube, hier waren wir schon mal. Also, sieht auch gerade ziemlich leer aus. Ach, Sea Glider, nicht Sea Motte. Ja, den hatten wir. Ich glaube, der ist das. Ich dachte eigentlich, dass da unten in der Leiste ein Name angezeigt wird, jetzt wo ich da hingeklickt hatte. Oder er gesagt, das ausgewählt hatte. Das ist ja kein Klick. Ja, nee, hier waren wir auf jeden Fall schon. Dann weiter geht's. Oh. Ah, hier hatten wir den. Auch wieder, das sind aber wieder Rohstoffe, die wir mitnehmen können. Die nehmen wir doch gerne mit. Die Batterie hiervon hält auch nicht mehr allzu lang. Da musste man dann auch so eine Art Recharge Station bauen, also wo man die wieder aufladen kann. Dann geht aber vielleicht auch in unserer Anfangsbasis. Das braucht natürlich dann auch wieder diesen Strom, deswegen man braucht also auch häufig Strom. Und weiter. Ah, sind die wieder? Da liegt ein Teil, das ist aber nicht zum Scannen. Hier liegt was Großes, vielleicht liegt hier... Ja, genau, hier liegt ein bisschen mehr. Mit ein wenig Glück auch ein Teil, was wir brauchen. Nein. Ah, genau, das ist das, was wir in der Hand haben. Ich habe es gerade erkannt. Was haben wir denn hier noch? Oh. Laserschneider hatten wir aber auch schon. Verdammt. Jetzt ist die Frage, bis wohin können wir raus, ohne dass wir Strahlung abbekommen? Und wir sind bei 33% der Batterie gleich. Ah, ist das schön hier. Da unten will ich irgendwann mal eine Basis drin bauen. Ich zeige euch das Ganze einfach mal. Ich habe erst gedacht, soll ich jetzt das erstmal... Erstmal dran vorbeischwimmen, aber nein, ich zeig's euch. Und hüpfen. Oh. Ich frage mich, warum der immer nachlädt, wenn wir hier oben sind. Es geht jetzt erstmal weit nach unten.
Hier sind aber auch einige Gefahren. So wie ich das mal gesehen hatte, als ich hier zu Besuch war. Guckt euch mal an, wie schön das ist. Stellt euch jetzt mal vor, man hätte hier unten eine Basis. Ich denke mal, das sagt genug aus, warum ich hier runter will. Oder eine Basis da unten haben will. Aber vielleicht gibt es sogar noch schönere Stellen, die wir noch gar nicht gefunden hatten. Beziehungsweise ich im Einzelspielermodus noch gar nicht gefunden habe. Muss jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Luft holen und dann gehe ich direkt wieder runter. Wetter jetzt auch wieder. Diesmal geht's. Okay. Ach genau, da waren wir doch auch schon. Da hatten wir doch mal ein... Was war das? Ein Audio-Log? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir hier schon mal. Ja. Hier ist nämlich nichts weiter. Genau, da können wir rein mit dem Laserschneider. Aber den haben wir ja noch nicht. Was ist denn hier? Ach. Lädt nicht. Ladefehler. Ich weiß nicht, warum der da jetzt gerade einen Ladefehler hat. Metallschrott. Ich will kein Metallschrott, ich will was zum Scannen. Was? Fragment. Dämonenfragment. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Komm, gib voll. Ja! Jetzt können wir zurück. Mit den letzten 14%, die uns noch bleiben. 13 sogar nur. Komm, wir machen nochmal einen kleinen Sprung. Ich mag die so. So. Ja, ich sollte ein bisschen unter Wasser bleiben, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Meter noch. Komm ein bisschen an die Oberfläche noch. Oder sind wir trotzdem so schnell? Bis 15. Nee. Wir sind auf jeden Fall deutlich langsamer. Das heißt, wir bleiben an der Unterseite des Wassers. Da ist unsere Basis, da ist auch die Station drin, das heißt, wir müssen hier rein. So, hier nehme ich einfach einmal mit, dann schwimme ich mal kurz hier rüber. So, genau, deswegen meinte ich, dass das vielleicht funktioniert. Jetzt versuche ich mal aus, die quasi zu tauschen. Weil das ist nämlich die Energie, die hier ist, aber die können wir anscheinend... Okay, anscheinend können wir das gar nicht nehmen, so wie ich es gehofft habe. Seek fluid intake. Das ist ein bisschen kacke, aber kann man nichts machen. So, hier müssen wir wieder rauf. Oh. So, was kostet uns das Ganze hier? Hä? Moment mal. Aufzeichnungen. Nee, da ist nichts. Baupläne. Fahrzeuge. Ja, haben wir doch. Hä? Den haben wir auf jeden Fall noch nicht, aber die haben wir doch eben freigeschaltet, sonst hätten wir das doch gar nicht bekommen. Hm. Also ein bisschen komisch. Ach nein, ich will nicht klettern. So, jetzt. Ich muss aber mal gucken wegen einer Ladestation für Batterien. Ladestation für Batterien, das ist hier das.
Außen wahrscheinlich nicht. Luftpumpe, okay. Ah, wir müssen was trinken. Das machen wir auch noch schnell. Innenmobil. Was? Module? Nicht mobile. Bank, Schild, Tisch, klassisch. Vielleicht Atom. Atommüllbehälter. Verkaufsautomat und Labortisch. Brauchen wir nichts von. Auf jeden Fall brauche ich den hier. So, da ist noch einer. Dann nehme ich mir noch den hier mit. Da sind auch noch ein paar, die wir gebrauchen. Ups. So, komm du her. Ab. Ihr wollt mich doch ärgern. So. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt noch eine Ersatzbatterie herstellen. So. Ach nein! Nein, nein, nein! Ich sollte Trinken immer als erstes machen. So. Und so. Dann hauen wir uns das noch schnell rein. Ich brauche aber auf jeden Fall noch was. So. Und jetzt haben wir wieder alles voll. Und sind bereit für ein weiteres Abenteuer. Es gibt auch einen Tauchanzug, der produziert quasi Wasser. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe den selber noch nie gehabt. Und hier, das ist irgendwie... Gibt es da keine Möglichkeit? Dann müssen wir eine herstellen. Vier Pilze, zwei Kupfer. Eins, zwei, drei, vier. So, und dann brauchen wir noch zwei Kupfer. Hier habe ich ja echt alles mitgenommen, was hier irgendwie war. Ah, hier haben wir noch was. Einmal. Und da ist noch eins. Ne, ist es nicht. Hier. Das ist Titan. Haben wir hier was? Ah. Gut, dann muss ich hiervon eins nehmen. So. So, zwei Batterien. So. Und Silikongummi. Komm, stellen wir das auch noch gerade her. Ich meine, da hatten wir aber auch noch ein Büschel da. Ich werde übrigens die leere Batterie nicht wegschmeißen, weil die können wir wieder auffüllen. Und dann brauchen wir nicht jedes Mal eine neue machen. Beziehungsweise können das dann auffüllen, wenn wir die Station dafür haben. So, da kriegen wir jetzt zwei Silikongummi raus und können dann die... Genau. So. Ab. So. Oh, das ist nur die Batterie. Nur die Batterie.
Ah, genau das passiert mir auch am Ende dieser Folge. Ah, aber ich werde das jetzt gerade noch machen. So will ich ja jetzt nicht sein. Ab, hier kann man noch rein. Oh, wusste ich gar nicht. Ab. Nicht ausgehen jetzt. So. Und jetzt haben wir es. So, dann können wir das Ganze nämlich quasi nachladen. Hier haben wir dann 100%. Genau, jetzt tausche ich die aus und jetzt haben wir die andere quasi drin. Ich werde da jetzt mal so rüber schwimmen. Weil dann können wir in der nächsten Folge mit genau 100% starten. So, dann tue ich die hier rein, das da rein. Hä? Hey, warte mal. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hä? Haben wir jetzt doch einen aus dem Dingens rausgenommen? Naja, egal. Ja, ich hoffe dann, dass es euch gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hier bei Subnautica. Jetzt wird auch schon wieder dunkel. Das heißt, wir haben vielleicht beim nächsten Mal eine schöne Nachttour. Und gucken dann, was uns erwarten wird. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.